Wenn man diesen gleichen Ansatz bei Flüssigkeiten versucht, dann haben wir das kleine Problem, dass wir Flüssigkeiten ja nicht ziehen können und ein E-Modul bestimmen können. Man muss Flüssigkeit komprimieren, um dann zu bestimmen, wie groß die Kopplungsstärke ist. Aber auch bei Flüssigkeiten wollen wir uns von diesem Ansatz leiten lassen, dass nämlich die Kopplungsstärke, in dem Fall die Kopplungsstärke bezüglich Kompression gemessen und die Masse dann für die Geschwindigkeit zuständig ist. Flüssigkeiten also, kann man sagen, da müssen wir statt dem E-Modul beim Festkörper, müssen wir den Kompressionsmodul, also die Zähigkeit gegenüber Kompressionen, uns anschauen. Nun können wir nicht in einer Richtung nur komprimieren bei Flüssigkeiten, wir müssen da ein Volumen nehmen und allseitig komprimieren. Nur so macht es Sinn. Nehmen wir da einen Würfel oder ein Volumen, komprimieren das durch eine Druckerhöhung, dadurch wird das Volumen kleiner. Und der Kompressionsmodul gibt jetzt an, wie die relative Volumenänderung aussieht, verglichen mit der Druckänderung. Also wir können sagen, der Kompressionsmodul K ist dann die Druckänderung, Delta P, die wir da applizieren, um da ein kleineres Volumen zu erhalten, dividiert durch die relative Volumenänderung Delta V durch V. Ganz ähnlich wie wir das hatten beim E-Modul, da hatten wir den Zug, die Zugspannung, quasi eine Veränderung der Zugkraft und da die relative Längenänderung. Hier also Veränderung der äußeren Bedingungen und die Reaktion darauf. Ich muss doch sagen, dass das Volumen ja kleiner wird, wenn ich den Druck vergrößere, das heißt, es muss dann hier noch ein Minuszeichen stehen und normalerweise schreibt man diesen Doppelbruch dann so, minus Delta P mal V durch Delta V. So. Dieses Kompressionsmodul kann man jetzt verwenden, auf die gleiche Art, wie wir es beim Festkörper gemacht haben. Die Geschwindigkeit wird dann hier die Wurzel aus dem Kompressionsmodul dividiert durch die Dichte der Flüssigkeit. Statt Kompressionsmodul nimmt man auch manchmal den Kehrwert, den nimmt man dann Kompressibilität. Was dann herauskommt, ist eine Zahl so um die 1500 Meter pro Sekunde, also etwa fünfmal schneller als in Gasen.